Trondheim wird belagert von Monsterhorn. Nee, warte mal, das ist ein anderes Spiel. Aber wir befinden uns mehr oder weniger nur einen Katzensprung von Trondheim entfernt, um die Ecke, in der Bergfestung Hegra. Und wir spielen heute Hegra 1940. Ein Spiel, das sich mal direkt in meine Sammlung wahrscheinlich geschlichen haben wird. Lange nicht mehr so viel Spaß beim Entdecken eines Spiels gehabt. So, natürlich gibt es auch ein paar Aspekte, die vielleicht doch dafür sorgen könnten, dass es fliegt, weil es hat halt sehr viele Zufallselemente. So, ich erkläre, was sein muss, wenn es soweit ist. Hier sehen wir den Grundaufbau, das heißt fast. Ich überfliege es mal. Anleitung ist eigentlich gut. Ein paar Kleinigkeiten sind nicht so gut und ein paar Kleinigkeiten fehlen auch wirklich. Aber grundsätzlich steht alles, was man so braucht, auf der Map drauf oder hier hinten drauf. Plus eine schöne Übersicht, bis man das alles mal ein bisschen verinnerlicht hat. Das läuft schon. So, als erstes gibt es einen Haufen verschiedene Karten für die verschiedenen Phasen im Spiel. Trennt man natürlich in Stapel. Dann haben wir rechts gute Moral und schlechte Moralkarten, die man dann eventuell hier zieht. Wieder witzig gemacht, finde ich, dass es sowohl schlechte Karten, aka Verzweiflung, gibt, die in den guten Moralstapel kommen können, als auch Hoffnungskarten, die in den schlechten Moralstapel kommen können. Fangen wir oben an. Dort oben, man sortiert diese Luftangriffsplättchen nach ihrer Art und die Anleitung gibt vor, in welcher Reihenfolge die dort zu liegen haben. Dann stellt man schon mal die deutsche Artillerie dahin und den Marker hierhin. Kommt erst später im Spiel vor. Dann bekommt man einen Vorrat schon mal und die Vorratsleiste wird hier auf die 4 gesetzt. Bei fast allen Startpositionen ist die Zahl, wo der Würfel hinkommt, unterstrichen. Das ist auch nett gemacht. Ja, dann starte ich hier in meinem Bereitbereich mit 3 Soldaten, einem Offizier und 2 Zivilisten. Hier kommen Beschädigungsmarker hin. Diese Verteidigungsstellung wird auch erst später benutzt. Hier ist meine Verteidigungsleiste, die startet auf 0. Man hat als allererstes diese Brettseite hier liegen mit 0 Mobilmachung. Angst und Zweifel auf 3 und 1. Dann legt man von den ganzen vielen Scheibchen, die es gibt, 6 Zweifelmarker, die lilanen, zur Seite. 3 Zivilisten und 3 Soldaten. Alle anderen Marker, die übrig bleiben, inklusive schon mal einen Zweifelmarker, wandern in den Verstärkungsbeutel. Das sind halt meine Leute, die ich rekrutieren kann, / könnte. So. Dann, Wettermarker ist eigentlich erstmal egal, wo der liegt, weil eine Karte gleich bestimmt, wohin der wandert. Den Schneemarker, hier ist markiert auf die 3. Dort oben kommen schon 3 Vorratsplättchen hin, mit dem Bonus drauf Vorrat. Hier die Schneeplättchen, schön gemischt. Das mag ich auch, weil man weiß nie, was man kriegt und das verändert das Spiel halt auch. Und die Spielweise. So, dann hat man hier einen Überwachungstrack, der kommt erstmal auf die 1. Hier hat man wiederum beschädigtes Geschütz. Darunter wird das so gelegt, hier mit dem Treffersymbol. Hier ist so ein Plättchen, wo nichts drauf ist. Das ist trotzdem keine Niete, aber das werden wir vielleicht später sehen. Gut, ist auch kein Gewinn so richtig, aber gibt Schlimmeres. So, dann auf den Moraltrack, auf die 0, die Moral. Hier unten, wenn man startet, quasi hier steht, wie man das Spiel beendet oder beenden kann. Wir beginnen auf ehrenvoller Kapitulation. Da bräuchten wir am Ende 5 Überlebende. Ja, und dann hätten wir mit einer ehrenvollen Kapitulation das Spiel beendet, was ich schon mal geschafft habe. Ich glaube, grundsätzlich zählt als echter Sieg nur der Rückzug der Deutschen. Wenn man das Spiel spielt, fühlt man sich aber auch hier schon als Sieger. So, Rundenlager kommt natürlich auf die 1. Wir spielen 11 Runden. Die unterteilt sind in die Phasen Mobilmachung 3 Runden, Angriff der Deutschen, erster Angriff der Deutschen 3 Runden,
zwei Runden Belagerungsstufe 1. Danach eskaliert es nochmal ein bisschen nach oben, Belagerungsstufe 2. Und dann hat man hier letzte Vorbereitung, Rückzug und letztes Gefecht, die jeweils am Rundenende dieser Runde triggern. Dann lasst uns mal loslegen. Als allererstes jede Runde, das ist ja auch schön in der Übersicht zu sehen, hier sogar, leider hier oben nicht, aber naja, man kann nicht alles haben, auf welchen Seiten man das nachschlagen kann, wenn man dazu mehr wissen möchte. Ziehen wir also eine Karte Mobilmachung. Zack, wir bekommen Sonne. Das finde ich schon mal gut. Hier hin, weil dann dürfen wir uns 1 bis 6 Schritte bewegen. Rücke den Angstmarker. 2, Alter. 2 Felder nach oben. 1, 2. Übel. Und den Zweifel 1. Okay. Dann ist hier der Beutel mit der lila Scheibe. Das heißt, leider nicht packe eine lila Scheibe rein grundsätzlich, sondern packe so viele rein, wie gerade der Zweifeltrack besagt. Zum Glück ist das nur 1. Kommt in meinen Verstärkungsbeutel. So, und dann steht da, jetzt ziehe ich aus dem Verstärkungsbeutel. So, hier darf ich bis zu 4 Steine rausziehen, muss aber anhalten, sobald ich einen lilanen Zweifelmarker ziehe. Und dass diese Mechanik, wenn die zu oft schief läuft, wäre das ein Grund für mich, vielleicht das Spiel doch rauszuhauen. Fängt mal gut an, aber man soll den Tag nicht vor dem 4. Stein loben. So, ich habe 3 und ich habe Schiss, ich ziehe keinen 4. 3 ist doch schon mal nicht schlecht. Die kommen in meine Bereit-Fraktion. Und diese blauen Zivilisten, die bringen einen Vorrat mit. In einem Englisch-Video sagte mal einer lustigerweise so, ja, die haben halt ein Sandwich von Mutti mitbekommen. Das ist auch nicht schlecht. So, dann wäre die Karte abgehandelt. Wir behalten sie aber nochmal, weil manchmal werden ja Leute verwundet und hier steht die Prioritätsreihenfolge drauf, in welcher das zu passieren hat. Außer jetzt in Runde 1 könnte ich jetzt Vorräte ausgeben, 4 Stück, also besser umgekehrt, ein Vorrat, um 4 von meinen Leuten aus erschöpft nach bereit zu packen. Ich könnte auch bis zu 2 in dieses Zwischenfeld schieben, die kosten mich dann nichts und würden nächste Runde bereit gemacht werden. Also ist das jetzt hier mein Startteam, das geht ja schon mal. Ja, wenn Scheiße läuft, kriegt man nur einen Stein aus dem Beutel. Einen kriegt man aber mindestens immer. So. Hier sind die ganzen Einsatzfelder, wo ich was einsetzen kann. Verteidige die Festung, geht erst bei Angriff. Das heißt, ich mache mal etwas schneller gerade. Ich würde den hier hinsetzen. Dann würde ich 2 hier hinsetzen, weil Versorgungsroutenplan ist, wie ich finde, extrem wichtig. Weil ohne diese Plättchen gibt es keine Vorräte später im Spiel. Also durch gewisse Effekte manchmal schon ein bisschen, aber das reicht nicht. Es reicht so schon nicht. Cool. Dann nehmen wir den grünen, weil er ist besonders gut beim Versorgen. Warum, sehen wir später. Einen Soldaten würde ich auch rausschicken wollen. Ich lege den mal hier hin. Dann blieben nur noch 4. Ja, wir müssen reparieren. Und wir wollen... Und wir wollen... Ach komm, Schneeschaufeln, das muss ja mal vorangehen. So, nachdem ich jetzt alle eingesetzt habe, handeln wir sie ab. Das geht immer der Reihenfolge nach. Hier ist jetzt eine 0, dann käme 1, was aber ausfällt erstmal. 2, 3, 4, 5, 6. Also, neue Versorgungsroute planen. Hier steht mal 2, das heißt, ich brauche 2 Scheiben. Habe ich, die sind erschöpft und darf jetzt ein Versorgungsdepot auslegen. Ich nehme mal hier die Verfehltmarker. Dann nehme ich meinen Offizier. Hier ist hier unten abgebildet mit einer 2, das heißt, der zählt für 2 hier. Rücke den Marker auf Angst- oder Zweifelleiste um ein Feld nach unten. Wir nehmen die Angst. Dann geht es weiter. Versorgungszug. Als erstes bewegen die sich nach draußen. Das ist der Berg, in dem sich unsere Festung befindet. Dann würde jetzt noch die Patrouille triggern, falls wir sie hätten. Haben wir nicht. Dann arbeiten wir das hier ab.
Bewegung ist erlaubt 1 bis 6, eine ist Zwang. Komme ich zu einer Patrouille, muss ich anhalten. Ich darf nicht mit einem meiner Steine auf einem Feld anhalten, es sei es natürlich dieses oder das Versorgungsfeld ganz hinten. Ich schicke den hier 1, 2, 3, 4, 5. Der muss dort auch anhalten. Der sechste Schritt verfällt. 1, 2, 3, 4, 5. Der ist dort. Die kommen dann nächste Runde wieder. Instandhaltung. Schneeschaufeln. Ich habe zwei drin. Ich brauche einen, um einmal Schnee zu schaufeln. 1, 2 nach links. Schnee geschaufelt. Würde ich ihn nochmal nach links bewegen, dürfte ich so ein geiles Teil hier mal kriegen. So, reparieren brauche ich zwei. Habe jetzt ja eigentlich nur die Wahl, das oder das zu reparieren. Ich repariere dieses Geschütz. Und diese Teile kommen in den Trefferbeutel, weil das kann auch wieder kaputt gehen. In diesem Sinne habe ich vergessen, beim Aufbau kommt ein Artillerieplättchen und ein Verfehlplättchen in diesen Trefferbeutel. Damit startet der. Dann haben wir noch den Patrouillenbeutel. Da kommen einfach alle deutschen Patrouillen rein. Die sehen dann so aus. Hinten haben sie die Zahl, wo sie hinkommen drauf. Und die Runde bestimmt die Farbe, in welche Höhe sie kommen. Die füllen sich von hinten nach vorne auf. Ja, hätten wir alles abgehandelt, ne? Das war schon fast die erste Runde. Weil jetzt 5 fällt aus. Wir haben ja nichts hier. 6 Moral. Sollten wir diesen Zweifelmarker hier oder hier haben? Würden wir nochmal ein Plus bekommen. Habe ich noch nie geschafft. Ist ein rot gefärbter Tag, die kommen erst später, wandert der einen runter. Keine Vorräte mehr, der wandert einen runter. Mindestens ein Verteidiger hier im Krankenhaus-Wartebereich, der wandert einen runter. Für jeden Verteidiger in der Leichenhalle, für jeden, der wandert einen runter. Und für Infanteristen, das ist das Infanteristensymbol, hier sieht man die, die kommen aber erst ab der zweiten Runde, logischerweise, also ab der zweiten Phase, wenn der erste Angriff stattfindet. Mindestens einer in einem roten Sektor, einen runter. Und nach der Moral zieht man eben gute und schlechte Moralkarten und handelt sie ab. Ich bin ja jetzt auf der 0 geblieben. Weder gut noch schlecht, na ja. Kapitulation müssen wir erst später, ich glaube während der Belagerung, prüfen. Vorher passiert ja nichts, also wären wir schon wieder hier. Prüfe die Rundenleiste. Wir sind hier. Dort sind zwei deutsche Patrouillenmarker abgebildet. Also ziehen wir nochmal zwei aus dem Patrouillenbeutel. Wir sind in grün. Haben eine 5. Und eine 4. Scheiße, ist der eingekesselt. Okay, wenigstens kann der kämpfen. Letzte Vorbereitung, Rückzug und letztes Gefecht, das sind immer die Sachen, die hier stehen. Apropos, wir spielen gerade auf normal, ich bin verrückt. Man kann es sich leichter machen, da gibt es zwei Plättchen für, dann wird diese Runde nach hier verschoben, diese Runde nach da. Was heißt, man hat länger Zeit, sich vorzubereiten. Der erste Angriff ist dafür länger, die erste Belagerung dafür kürzer. Ich habe trotzdem verloren, als ich es auf leicht gespielt habe. So, das war's. Dann rücke den Rundenmarker vor. Bam. Nächste Runde. Die Karte kann weg. Und jede Runde beginnt mit dem Ziehen einer Karte. Wir sind immer noch mobil machen. Bam. Oh, nochmal Sonne. Aber man soll sich nicht täuschen lassen. Meistens, wenn hier was gutes Wetter ist, ist hier unten wieder irgendwas Schlechtes. Sonne bleibt also so. Ziehe zwei Patrouillen. Toll. Eine 6 und eine 3. Rücke den Angstmarker ein Feld nach oben. Ich fürchte, wir sind schon auf der 5. Dann wieder das alte Spiel. Ein lila Steinchen in den Verstärkungsbeutel. Und wir dürfen ziehen. Nicht zwei davon. Und da ist ein lila Scheibchen. Soll ich es zuerst ziehen, ziehe ich natürlich so lange noch, bis ich einziehe. Also diese Runde bringt mir nur ein 9. Schon mal nicht so toll.
Dann kann ich jetzt Vorräte ausgeben. Ein Vorrat ist zurzeit der Kurs, gibt 4 Leute zurück. 1, 2, 3, 4. Bam. Ja, wer verschwendet? Andererseits, oh, ist das schon wieder übel. Brauche ich Leute? Ich denke mal nicht so viel. Ich gebe das aus, verschwende das und hole sie alle. Dann darf ich sie wieder einsetzen. Scheiße, ich muss auf jeden Fall hier hin. Ich würde auch gern wieder eine Versorgungsroute planen. Will ich schon mit der Artillerie feuern? Also um das mal zu erklären. Die Artillerie ist effektiv durch die Symbole von diesem Fadenkreuz, die man sieht. Und pro Symbol darf ich dann eine dieser Sachen wählen. Entweder entferne ich in einem Sektor, das sind dann hier so einzelne Abschnitte, 2 Infanteristen pro Zeichen, dass das Geschütz gerade zeigt. Und alle anderen kommen unter Beschuss, das heißt, sie sind quasi inaktiv. Ich könnte auf dem Gelände entweder eine Artilleriedeutsche oder eine Patrouille entfernen, pro Zeichen hier, oder Flugplatz, handele eine Option pro Zeichen ab. Das ist hier oben versteckt. Man kann nämlich so ein Luftding verstecken, man kann 2 Verfehltoken reinpacken, man kann sich 2 Moral holen oder man kann diesen Kapitulationsmarker nach unten rutschen. Das Problem ist, nach der Artillerie muss man hier eine Trefferwertprobe abhandeln. Das sind diese Werte und bei dem Flugplatz ist das 6+. Das heißt, ich muss mindestens eine 6 würfeln. Wie man drüber kommen könnte, habe ich noch nicht rausgefunden in dem Spiel, weil eigentlich würfelt man nur einen Würfel. Also 6 oder verloren und dann blockiert dieses Geschütz und muss auch erst wieder repariert werden. Es sind aber viele Patrouillen zurzeit, aber ich müsste auf 5 würfeln, was schon wieder böse ist. Ich glaube, ich will lieber reparieren. Jetzt geht's wieder los. Will ich lieber Schnee schaufeln oder den rausschicken? Okay, ich schicke den raus und die 2 gehen Schnee schaufeln. Handeln wir es ab. Neue Versorgungsroute planen. Ich nehme mal die. Die finde ich zwar cooler, die Plättchen, aber nach dort sind es 6 Schritte. Brücke, Angst ohne Zweifelmarker nach unten. Oh, ist das schon wieder übel. Und ihr habt ja schon gelernt, der Zweifeltrack besagt, wie viele lila Scheiben ich ziehen muss und den Beutel packe. Der Angsttrack bedeutet, so viele Scheiben verliere ich aus meinem Beutel am Ende von der Mobilmachung. Dann Versorgungszug, der kommt raus, alle bewegen sich. Der hat den Vorteil, ignoriert die Einschränkung, dass er bei Transport eine Bewegung verliert. Aber selbst dann käme er noch nach Hause. Der wird sich hierhin bewegen. Und er hier schnappt sich ein Plättchen, läuft nach hier. Versuche ich den da wegzuholen? Es wären ja schon wieder so viele. Ja, ich bekämpfe die Truppe, das geht auch eben nur mit einem Soldaten. Dann ist die Patrouille futsch, kommt aber zurück in den Patrouillenbeutel. Dann muss ich würfeln, apropos, ne, hier bei der deutschen Version. Weiß nicht, ob nur in der Spieleschmiede oder generell ist hier hinten leider ein Druckfehler. Der Pfeil muss nach unten zeigen, das kann man auf Seite 19, glaube ich, nachlesen. Das ist in der Anleitung richtig und hier in der Übersicht leider falsch. So, wir haben gekämpft, nur Soldaten.
Und ein Entfernen oder Artillerie könnte ich auch so entfernen. Würfel werfen. Überwachungsprobe. Ergebnis höher als Überwachungslevel. Yes. Also das ist das, was ich wollte. Dann geht dieser Marker nur ein nach oben, weil sich die anderen Deutschen wundern, warum sich die Patrouille nicht mehr meldet. Und dann steht hier schön, was man abhandelt, wenn hier wieder einer reinkommt. Der ist erschöpft. Es gibt ein Moral dazu. Die Überwachung steigt aber auch wiederum um ein. Ich bekomme 2 Vorräte plus den Bonus auf dem Plättchen, was hier nochmal ein Vorrat ist. So, und dann ist dieses Plättchen aus dem Spiel. 4 Schneeschaufeln. 2-mal. 1 wird auf 3 resettet. Und überzählige zählen, soweit ich das in vielen Videos gesehen habe, weiter. Also man kriegt den Schritt noch dazu. Spiel ist eh schwer genug, selbst wenn es nicht erlaubt wäre. So, das heißt, ich bekomme jetzt so ein Teil. Das Radio, meine Fresse. Das kommt hier hin. Ich glaube, das habe ich noch nie besessen. Und dafür brauche ich gerade die Brille, um das lesen zu können. Eine Hoffnungskarte, dem schlechte Moralstapel hinzufügen. Und das zweite Teil wäre eine Hoffnungskarte, ach so, dasselbe. Also ich könnte bis zu 2 Hoffnungskarten dem schlechte Moralstapel hinzufügen, wenn ich es benutze. Dort brauche ich Stärke 2, also 2 runde Scheibchen, es sei denn, ich nehme Soldaten. Der hat hier Stärke 2. So, aber das wäre viel zu einfach, wenn die Teile ins Spiel kommen, ist der rechte Teil immer erstmal beschädigt. Falls wir nicht dazu kommen, das zweite Geschütz zu ziehen, das steht nämlich nicht so in der Anleitung, also steht überhaupt nicht in der Anleitung, weil es steht nur erklärt, dass diese Teile immer rechts beschädigt reinkommen. Das zweite Geschütz sieht aber aus wie das erste Geschütz und wird aber genauso wie das erste hingelegt. Also ne, ein Fadenkreuz links, ein Fadenkreuz rechts, ein ohne Fadenkreuz, aber mit gesperrt hinten. Also das ist komplett vermummt, wenn das kommt. Nicht das Plättchen, das ich wollte. Finde ich jetzt nicht so stark. Könnte stark werden, okay. Jo, dann sind wir bei Reparieren. Ich brauche 2 Leute, ich habe 2 Leute. Das reizt mich nicht. Das brauchen wir bald. Ich repariere das hier erstmal. Und wie üblich, alles, was man repariert, kommt in den Trefferbeutel, kann wieder kaputt gehen. Dann sind wir aber nur Moral. Rot gefärbt der Tag, nein. Vorräte, nein. Verteidiger-Wartebereich, nein. Verteidiger-Leichenhandel, nein. Keinem roten Sektor. Das habe ich, also das nervt hier echt ein bisschen mit den Steinchen, dass sie das nicht besser gelöst haben. Aber wahrscheinlich wollte man das Spiel nicht teurer machen. Aus meiner Sicht hätte man das ruhig tun sollen. Wo habe ich Moral dazu bekommen? Ach so, hier. Ja, dann stimmt das. Plus 1. Also, wir sind bei Ziel 2 gute Moralkarten. Handle eine ab. Das sind, glaube ich, nur 12 Karten. Die schlechte Moral 9. Aber je nachdem, welcher Phase man ist, machen sie was anderes. Also sind quasi 3 Karten in einer. Weil es um 4 Phasen geht, könnte man auch behaupten, 4 Karten in einer. Also, was hätten wir? Rücke den Schneemarker, 2 nach links. Gäbe mir noch so ein Teil, wäre nicht schlecht. Füge dem Verstärkungsbeutel 2 neue blaue hinzu oder erhalte einen Vorrat. Ich nehme den Schneemarker. Karten, die man nicht nimmt, werden wieder reingemischt. Und Karten, die man nimmt, kommen logischerweise raus. Hat man keine Karten mehr, mischt man alle neu. Also 1, 2 wird wieder auf 3 resettet. Wir bekommen nochmal sowas hier. Repariere ein Schadensplättchen oder füge dem Trefferbeutel ein Verfehlt hinzu. Schon wieder schwierig. Verfehlt wäre nicht schlecht. Aber ich habe jetzt da die Plättchen. Dann reparieren wir das. Hätte ich die beide heile. Trefferbeutel und rein damit.
Und weg mit dem Plättchen. Das wird resettet. Haben wir alles noch nicht. Keine Patrouillen. Keine letzten Rundeneffekte sozusagen. Rück mir den Marker vor. Letzte Vorbereitungsrunde. Wir ziehen wieder eine Karte. So, diese Karte hätten wir gebraucht. Wir verlieren eine Moral. Den Zweifel ein nach oben. Alter, hier kommen nur noch miese Karten. Ist das mies. Das läuft ja schon mal richtig scheiße. Da wir jetzt schon auf zwei beim Zweifel sind, kommen zwei. Es sind noch zwei da. Da sind fünf oder sechs Lieder jetzt hier drin. Und gefühlt ungefähr genauso viele andere. Okay. Ja, vielleicht noch ein bisschen mehr. Pff, jetzt wird's kritisch. Aber wir müssen Risiko spielen. Ja, bei drei höre ich auf. Das vierte gebe ich mir nicht. Dann habe ich die drei. Falls ich es noch nicht gesagt habe, sollte ich einen blauen ziehen, bringt der einen Vorrat mit. So, das war die Karte. Dann Leute bereit machen. Diesmal werde ich vorsichtiger zwei auf Rast nur setzen. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oder doch nicht. Ich gebe zwei Vorräte ab, dann darf ich 8 Leute holen. 2, 4, 6, 8. Yes. Das ist doch mal eine Menge, mit der man was anfangen kann. Aber ich brauche jetzt dringend neue Vorräte. Es geht gleich ans Eingemachte. Das heißt, apropos, wir kriegen Schnee. So. Jetzt müsste alles passen. Was wir da reparieren auf jeden Fall. Dort kommen zwei. Einer kommt nur zurück, der zweite noch nicht. Aber Schnee gefällt mir nicht. Oh, dann nehme ich den. Weiß ich noch nicht. Ich lege mal zwei hier theoretisch hin. Wollen wir feuern? Ja. Glaub schon. Bin aber noch nicht ganz sicher. Den letzten Versorgungstrack legen wäre ja auch nicht verkehrt. Und ich muss den nochmal. Eigentlich, das ist auch schon. Ah, es ist so viel Kopffick dieses Spiel auch, aber nicht zu viel. Es ist halt selber dieses Abwägen, wenn ich die zwei effektiv machen kann, mit dem, welches von beiden mache ich. Ja. Ich glaube, ich mache verrückten Scheiß. Zweimal. Viermal Schneeschaufeln? Oder doch lieber in dem mal befestigen, das wäre auch nicht so verkehrt. Lassen wir es so. Muss ich unbedingt doch, ich wollte was Verrücktes machen. Oder wir machen nichts Verrücktes. Nee, das bringt es ja auch nicht. Ich will zweimal reparieren. Hab noch zwei Soldaten. Wir nehmen die Befestigung. So, dann neuer Versorgungsdings. So, jetzt die Frage. Nehme ich die Soldaten oder die Moral? Der Beutel sieht schon echt böse aus. Ich nehme die Soldaten. Okay, dann den einen runter. Versorgung, die rücken aus. Alle bewegen sich. Wir sind bei
nur 4 Bewegungen. 1, 2, 3, 4, kommt leider nicht nach Hause. Der hat dann ja leider nur 3 Bewegungen. 1, 2, nein, kommt auch nicht nach Hause. Ich kotz ab. Und dann schicken wir den 1, 2, 3, 4 hoch. Okay, Schneeschaufeln zweimal. Reparieren zweimal. Nehmen wir das und das. Trefferbeutel. Befestigen. Also entweder ein Verfehlplättchen in den Beutel oder die Verteidigung hochsetzen. Zack, auf 1. Nicht viel, aber besser als nichts. Dann wären wir hier schon wieder durch. Ziehe 2 Karten schlechte Moral, handle eine ab. Also vorher müssten wir eigentlich noch gucken. Wir gucken auch. Rot gefärbter Tag. Nein. Keine Vorräte mehr. Nein, 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 nein. Okay. Bleibt so. Wir sind immer noch in der Mobilmachung. Entferne ein Verfehlt aus dem Trefferbeutel. Oder rücke das ein nach oben. Ich mache den ein nach oben. Das heißt, die hier ist abgearbeitet. Die kommt wieder rein. Prüfen, jawohl, 2 Patrouillen. Wir sind immer noch auf grün, wir haben eine 4 und eine 2. Und wir sind bei letzte Vorbereitungen. Die können weg, die brauchen wir nicht mehr. Das steht dann hier auch schön drauf. Entferne x Verteidigerscheiben aus dem Verstärkungsbeutel. Entspricht der Position der Angst. 3. Das heißt, ich ziehe blind 1, 2, 3. Der zählt natürlich nicht. 3. Wirklich 3. Die 3 sind raus. Die 2 gehen natürlich wieder rein. Rücke den Vorratsmarker ein Feld nach rechts. Das ist der. Der Kurs sinkt also. Ich kriege noch 3 Scheiben für einen Vorrat raus. Platziere einen Verteidiger in jede Verteidigungsstellung, die nicht durch ein Schadensplättchen abgedeckt ist. Die darf man jetzt sogar von hier nehmen. Diese erschöpfen auch nie. Oder versterben sie gerne mal. So. Hast du 3 Soldaten platziert, erhalte plus 1 Moral. Die wäre wieder auf 0, also jetzt auf plus 1. Für 4 Soldaten ist aber kein Platz, hätte ich sogar plus 2 gekriegt. Drehe den Zusatzplan auf die Seite Angriff. Und dann sind wir auch in der Angriffsphase. In der ersten. Let's go. Erster Angriff. So, jetzt ziehen wir von diesem Stapel. Haben wir eine Wolke. Was heißt wieder? Haben eine Wolke. So. Ich verliere 2, also auf minus 1. Dann ziehe ich wieder aus meinem Verstärkungsbeutel. Toll. Das heißt, ich kriege den einen Bauern, der bringt wenigstens, oder Zivilist, ein bisschen Essen mit. Ging ja fast noch. Dann gibt es 4 Infanteristen. Die stellen sich hier rein. 4. So, und wenn die schon mal da sind, sagen sie, dann lassen wir gleich Terz machen. Für jeden würfeln wir einen Würfel. Und lösen das Ergebnis entsprechend dem, was da draufsteht. 2 ist nichts wert. 3, 5, 6. Das heißt, 2 von ihnen gehen nach hier, einer geht nach da und der chillt hier eine Runde. Dann handelt man alle Treffer ab, also auch wenn hier welche wären. 2 Treffer, einer wird geblockt. Stellen sich dann wieder hier hin, durch meine Verteidigung.
Das heißt, der am weitest liegende links wird leider verletzt auf 4. Dann stehen die hier, oder der hier bei Vorrücken, also rückt er vor. Und hier steht die Erinnerung für da, weil jetzt haben wir ja einen roten Sektor. Ja, aber der muss gleich da nicht mehr stehen, wenn wir zu Punkt 6 kommen. Gut. Da bin ich. Tja, ich würde mal sagen, ich gebe 2 aus für 6 Leute. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Den schieben wir in das Feld. Und dann gucken wir, was wir hier reißen können. Ich glaube, den lasse ich diesmal Schnee. Oh, ich habe keine 2 Soldaten und wir brauchen dafür 2. Es gibt hier noch dieses Feld mit dem Offizier. Könnte ich eben, außer dem Medic, der ist verboten. Also einen Zivilisten und einen Jäger könnte ich hier befördern, also zu einem Soldaten machen. Ah, man verliert halt 2 Steine die Runde. Ich habe es schon mal gemacht, aber ja, eher selten. Fug. Das mit den Soldaten können wir nicht ändern. Aber das wäre jetzt echt so ein Grund, das zu machen. Ansonsten würde ich den mal für den Moralmarker endlich benutzen. Vielleicht dort den einsetzen. Wie wäre es denn damit reparieren? Reparieren, komm und befestigen. Nicht so viel denken jetzt hier. So machen wir es. Das heißt, jetzt findet auch Verteidigung der Festung statt. Dafür alle Würfel hier, muss aber ihre Reichweite beachten. Also die blauen und grünen können nur bis hier vorne schießen. Der schwarze Offizier und die normalen Soldaten auch bis hier, natürlich auch bis da. Und soweit ich es verstanden habe, ist hier erlaubt auch, ja, macht ja eh nur einen Schuss pro Person. Also ich würfel das gern auf einmal, kann dann aber in verschiedene Sektoren schießen. Wobei wir jetzt beachten müssen, wir fangen mal mit dem an, der kann ja nur nach hier schießen. Die 3 war es, glaube ich. So, 1 bis 3 heißt leider nur unter Beschuss. A.k.a. der setzt eine Runde aus. Nicht das Ergebnis, das ich wollte. Doch, ich habe nachgeguckt, der zählt trotzdem am Ende für einer in der roten Box. Weil irgendwo steht in der Anleitung, dass die, wenn die erschöpft bzw. unter Beschuss sind, nicht gegen einen zählen. Also sie setzen aus, sie greifen nicht an. Deswegen habe ich gedacht, vielleicht ist das gemeint, aber woanders stand, die zählen auch leider dazu. Gut, dann hat der geschossen, dann können wir jetzt die beiden aber auf einmal würfeln. Also so viel Würfelpech habe ich in dem Spiel bis jetzt nicht gehabt. Das heißt, auch die können nur 2 unter Beschuss nehmen. Ja, aber so ist eigentlich auch nicht verkehrt. Schlechte Runde. Ja, weiter geht's. Haben wir keinen besetzt, wir konnten ja nicht. Versorgung, dort habe ich keinen hingepackt. Das heißt, der läuft nach da. Die beiden kommen jetzt endlich nach Hause. Sind dann erschöpft. Ich bekomme 2-mal Moral. Leider auch, ach du Scheiße. Ich auch noch nicht, ne? Ich das erst bei 4. Behaupten wir mal erst bei 4. Nur bis da. Weil dort oben wird noch eine Patrouille kommen und er würde auf 3 zurückgesetzt werden. Also es nervt mich gerade echt langsam immer mehr mit diesen Steinchen. Dann gibt es jeweils 2 Vorräte pro Typen, der nach Hause gekommen ist, beziehungsweise ein Plättchen mitgebracht hat. Das wären also 4 plus das eine sind 5, können wir so darstellen. Und ein Verfehlplättchen in den Trefferbeutel. Oui. Dann geht der Spaß hier weiter. Also Schneeschaufeln, er darf hier 2.
Eins, zwei. Wir kriegen einen Teil. Behandlungsraum, ja, den finde ich ganz gut. Aber auch der. Ja, sieht von der Farbe richtig aus. Wir prüfen kurz. Ja, Behandlungsraum, okay. Hier kann ich vollständig heilen. Das ist ziemlich gut. Puh, dann reparieren. Einmal. Ist die Frage, will ich das? Ah, dann wandern die nicht runter, wenn die hier sind. Ich habe aber das Gefühl, wir sollten lieber den hier freischalten. Dann befestigen. Ich nehme Verteidigung. Und er geht nochmal einen hoch. Ja, dann kommen wir hier hin. Hier haben wir keinen, das heißt, wir werden direkt hier alle im Wartebereich rutschen einen runter. Alle anderen rutschen einen hoch. Und jetzt könnten wir auch jetzt nochmal welche rüberschieben. Die werden dann direkt von dem Punkt, wo sie liegen, auf die Höhe verschoben. So, ich habe nochmal kurz nachgeguckt. Also plus zwei müsste richtig sein. Wir gucken erst nochmal hier zur Sicherheit. Rot gefärbter Tag? Nein. Keine Vorräte mehr? Nein. Verteidiger Wartebereich? Nein. Verteidiger Leichenhalle? Nein. Roten Sektor? Ja. Dann geht aber trotzdem wieder ein runter und wir sind doch bei nur zwei Karten. Gute Moral. Wir sind beim ersten Angriff. Ist immer noch oben. Yes. Einen lilanen rauszunehmen, finde ich ja richtig geil. Karten angucken, finde ich langweilig. Die sind eh alle scheiße. Ups. Schieben wir mal hier rein. So. Also entferne ein Lila aus dem Verstärkungsbeutel. Komme ich direkt eins hier? Nein? Na, ah, da habe ich schon gesehen. Man darf übrigens hier auch reingucken. Ne? Man könnte ja auch eine Strichliste füllen. Was ist da drin? Was ist da rausgekommen? Natürlich nicht beim Ziehen. Aber ansonsten darf man sich alles gerne angucken. So, das war meine Moral. Geht auf 0. Haben wir nicht. Rundenleiste. Nö. Und dann kommt er vor. Dann sind wir in der nächsten Runde. Angriff 1. Wir ziehen, wie üblich, eine Karte. Wir bekommen Schnee. Dadurch geht der einen vor, was er hier schön steht. Ich verliere ein Moral und muss einen Verteidiger verwunden. Ja, auch noch einen Soldaten. Ich glaube, es hat. Mit einer 6. Das ist doch okay. Das heißt, die beiden kommen nächste Runde wieder. Hilft mir diese Runde aber nicht. Dann ziehen wir aus dem Beutel. Ja, ich brauche jetzt mindestens mal 2 Soldaten. Ja, mindestens. Fuck. Echt, davon gibt es 3, wüsste ich gar nicht. Ich spiele Risiko, aber ich brauche einen Soldaten, Mann. Ja, scheiße. Vorrat hätten wir gerade noch, ne? Ich nehme mal den, weil der sowohl dafür als auch dafür gut ist. Dann nehme ich den. Die 2 kommen zurück. Und schon läuft's mies. So, dann bekommen wir nur 3 Infanteristen zum Glück. 3, 4, 5. Mehr als 5 dürfen dort nicht hin. Das heißt, der geht mal direkt nach da. Und es gilt wieder, wenn wir schon mal da sind, dann machen wir auch Rabatz. Der hier oben. 4 geht nach hier. Der wird sich danach erholen und hier wieder stehen für die nächste Runde. Dann haben wir hier 3, die aktiv sind. Eine 1 und eine 2 macht Gott sei Dank nichts. Der macht nochmal einen Treffer. Die stehen wieder auf. Treffer abhandeln, 1. Verteidigung, 2. Passiert nichts. Der hier hat aber leider Vorrücken, was jetzt als nächstes ausgeführt wird. Bewegt sich also in die Ansturmbox. Im Übrigen steht alles, was ich gerade mache, auch hier. Und da der jetzt in der Ansturmbox steht, verwundet den am weitesten links liegenden Verteidiger.
und lege den in die Reserve. Eins. Scheiße. Hier machen wir zwei. Dann haben die jetzt angegriffen, das heißt, ich bin dran. Als erstes kriegen wir den hier for free. Wir müssen ein für drei bezahlen. Eins, zwei, drei. Dann werden das schon nur noch vier. Den Medic würde ich ja auch gerne haben. Eins, zwei, drei. Und den schieben wir nach hier. Dann packe ich die zwei nach hier, den einen nach da. Hier einfach, um noch mal einen zu haben. Ich habe wieder keine zwei. Ich glaube, ich gehe den befördern. Der geht hier hin. Jetzt habe ich nur noch einen. Was soll ich mit dem herkommen? Der geht jetzt nach hier. Hier alles freigeschaufelt und kann es nicht benutzen. Das ist auch traurig. Feuern wir hier. Nehmen wir erstmal den Nahen hier unter Beschuss. Sechs. Jawohl. Tschüss. Dann kommen die anderen drei. Ab einer Vier, ja, ist ein Treffer. Einer weg. Zwei unter Beschuss. Damit kann man zufrieden sein. Dann sind wir hier. Er hier kommt vier beziehungsweise drei Schritte zurück. Und der hier bewegt sich. Eins, zwei, drei, vier. Dort hin. Achso, das ist kein Plättchen mehr. Scheiße. Oh, warte mal, wir sagen, wir brauchen Soldaten. Ne? Eins, zwei, drei, vier. Dann geht der mal in die Richtung. Aber ich habe jetzt nichts zum Schießen. Okay. Schneeschaufeln. Zweimal die Grünen, das heißt viermal Schneeschaufeln. Eins, zwei, drei, vier. Zurücksetzen. Ich kriege einen Teil. Die sind müde. Oh, der Kartenraum. Ja, der ist gut zum Schneeschaufeln, wenn man das denn repariert hat. Da sind die Blauen auch endlich mal gut in irgendwas. Ich kann, wenn ich einen hinsetze, also müssen zwei hin oder ein Blauer, die drei obersten Teils angucken, sie beliebige Reihenfolge zurücklegen und sollte es repariert sein, kriege ich auch noch zwei Schneeschaufelschritte dazu. Okay. Dann machen wir hier befördern, das heißt, der Blaue geht raus, dafür kommt doch auch erschöpft einer von denen rein. Boah, sonst habe ich nichts gemacht. Na gut. Dann hier, er darf einen Patienten vollständig heilen, da die gleich automatisch hochgehen, nehme ich natürlich den. Die würden runterwandern, die hier einen hoch, sind also zurück. Und schon sind wir bei der Moralsache. Rot gefärbter Tag, nein. Vorräte, habe ich zur Verteidiger Wartebereich, nein. Leichenhalle, nein. Sektor, nein. Gut, dann bleibt es bei zwei schlechte Karten ziehen, eine abhandeln im ersten Angriff. Ich verliere einen Vorrat, oder? Oder? Wir können ja mal reingucken in den Trefferbeutel. Sind sehr, sehr viele Teile schon halbwegs drin und nur ein verfehlt. Ich glaube, ich habe noch keinen reingepackt. Puh, der bringt gleich ein bisschen was. Oh, schwierig. Die fangen bald an, hier rauszuziehen. Ich weiß nicht, ob es clever ist. Aber da hier eh alles groß Zufall ist, weiß man das ja eh nicht. Bam, ich nehme den Vorrat weg. Theoretisch könnte man auch gucken, ne? Man zieht die Karte ja neu und dann triggert ja was, was später steht. Wenn das richtig gut ist, dann packt man die Karte natürlich wieder rein, in der Hoffnung, sie irgendwann zu ziehen. Und kann sich so entscheiden, welche Karte man nimmt oder nicht. So. Nö, 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 nö. Ja, hier haben wir drei Patrouillen. Wir sind jetzt aber im Gelben. Wir kriegen eine 1. Noch eine 1. Die können da auch mehrfach liegen. Und eine 4.
Runden Endeffekte, nein. Das heißt, wir nähern uns der letzten Runde vom ersten Teil dieses Videos, weil das wird, glaube ich, schon lang genug. So. Wir sind noch beim ersten Angriff. Hier kommt die Karte. Wir kriegen eine Wolke. Könnte schlimmer sein. Wir ziehen wieder aus dem Beutel. Ich brauche Leute. Ich brauche dringend Leute. Und da am besten noch ein paar mehr Soldaten. Was heißt, ich ziehe bestimmt Lila als erstes. Ich bin prophetisch, ne? Sania. Das habe ich mir anders vorgestellt. Ziehe nochmal zwei. Der Beutel wird langsam leer. Ich muss mal ein paar zurückschicken hier. Zwei. Ach Quatsch. Gelb. Und drei. Okay. Ist das übel. Ich glaube, das haben wir gerade gemacht, ne? Ich glaube, das habe ich gerade schon gemacht. Dann kriegen wir vier. Einer kann hier hin, der Rest geht nach hier. Dann greifen die an. Fangen wir oben an. 5, 6, 2, 4, die 1 macht nichts. Die 3 hier unten. 2 Sechsen und eine 4. Können wir die auch schon mal aufstehen lassen. Treffer sind dann 3. Minus 2 sind wieder nur einer. Er ist verletzt. 5. Bestes Ergebnis. Und die anderen rücken vor. Ich glaube, das machen wir von oben nach unten. Damit ist der in der Ansturmbox. Und es wird wieder der erste oben verwundet mit einer 4. Ja, dafür ist der raus. Ja, vielleicht brauchen wir die Karte noch. So, dann bekomme ich den. Ich würde sagen, ich gebe 2 für 6 Leute aus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Und die 2 nach da. So, auf jeden Fall will ich hiermit endlich feuern. Dann würde ich vielleicht... Weiß ich noch nicht. Ich müsste ja auch noch einen rausschicken, um zu kämpfen. Beziehungsweise ich könnte ja damit rausnehmen. Ich schicke den raus. Ja, was machen wir noch? Reparieren. Schneeschaufeln ist bei 2. Schaufeln wir noch mal die 3. Und dann lege ich noch einen hier hin. So machen wir es. Let's go. Der Blaue schießt erstmal hier hin. Mit einer 4 ist ein Treffer. Yes. Dann kommen die 3. Die einzeln schießen könnten, kann ich die gleich abhandeln, wie ich möchte. Ja, 4, 5, lass die rausnehmen und den einen umlegen. Artilleriefeuer. Ich muss da welche rausnehmen. Das heißt, wir nehmen Entferne pro Fadenkreuz, also 2, eine Kanone oder eine Patrouille. Dann nehmen wir mal schön die hier raus. Und die hier, weil da ist ja noch voller. Die kommen wieder in den Patrouillemodel.
Ich muss die Probe würfeln. Ah, darf man im Gelände auch wieder nur in einer Reihe eventuell entfernen? Habe ich aber gerade, oder? Jetzt bin ich mir nicht sicher. Ich unterstelle es mal, ich gucke jetzt nicht nach. Die Kleinigkeit gönne ich mir. Ist ja auch egal, weil beides eine 5 wäre. Ich müsste also trotzdem auf 5 würfeln. Hab's nicht geschafft. Das heißt, das hier ist blockiert. Das muss man wiederum nur einmal machen. Okay. Okay. Die sind durch. Dann wären wir hier beim Entsenden. Der tritt raus. Der geht nach da. Wobei der auch, ne? Wie viele Schritte haben wir? Nur 5. Ah ja. 2, 3, 4, 5 ist der dort. Der kommt nach Hause. Ist erschöpft. Bringt eine Moral. Leider auch ein hier. Jetzt haben wir es echt geschafft. Ich muss noch eine Patrouille ziehen. Oh, bitte eine 1 oder so. Wir sind bei Gelb. Eine 5. Schlecht. Und er bringt 3 Vorräte mit. Okay, hier haben wir dreimal Schneeschaufeln. 1, 2, 3. Ich habe das Geschütz gefunden. Aber dann seht ihr es jetzt wenigstens. Also es wird genauso wie das erste aufgebaut. Hat der Pedder selbst bei Boardgame Geek geschrieben. Wo habe ich denn die? Na hier, wahrscheinlich. Einmal hier. Einmal da. Einmal hier. Kaputt. Kaputt. Also das Ding hier ist echt sehr mächtig, wenn man das komplett repariert hat. Dann braucht man nur 2 Leute und könnte bis zu 4 Sachen machen, sage ich mal so grob. Okay. Das habe ich mir jetzt auch anders vorgestellt. Dann kommt er, wir gehen bei Moral nochmal einen hoch. Ich habe hier keinen reingesetzt, ich Trottel. Das heißt, der geht hoch und ist damit wieder hier. Wo sind wir hier? Rot gefärbter Tag? Ja. Ein runter. Keine Vorräte mehr? Nein. Verteidiger Wartebereich? Verteidiger Leichenhalle? Mit seinem roten Sektor? Nein. Aber wenn man das geschafft, ziehe 2 Karten, gute Moral, handle eine ab. Was? Ach so, gute Moral. 2 nach unten. Na gut, ist jetzt bei 3. Stopp, doch, wir sind bei Angriff. Verschiebe 2 Verteidiger. Ich würde 2 ausgeben für 6. Hätte ich noch einen. Ich würde da ja gern kämpfen, aber das kann nur ein Soldat. Jetzt kann ich noch nicht absehen, ob ich dafür einen übrig habe. Dann müsste ich hiermit was rausnehmen. Ich hole mir die Verteidiger. Der kommt raus. Das mischen wir wieder rein. 2 Verteidiger Startklammer. Erledigt. Kapitulation. Ja, ist auch noch, ja, ist so. Dann prüfe Rundenleiste. Nope. Aber wir haben den Rückzug. Rückzug. Am Ende von Tag 6 abhandeln. Ja. Oder erst Tag 7, wenn man es auf leicht spielt. Rücken den Vorratsmarker. Ein Feld nach rechts. Den Verteidigungsmarker ein nach unten. Platziere auf jedes Feld in der gelben Reihe, wo eine Artillerie drauf ist. Das sieht man hier ganz klein. Eine Artillerie. Entferne den Zusatzplan, verschiebe alle in den neuen, platziere einen Statusmarker auf dem Maschinengewehr. So, und die kommen jetzt alle frisch hier rein. Und schon sind wir im letzten Teil des Spiels und jetzt wird's richtig übel. Wir sind in Runde 7, aber da das Video schon lang genug ist, mache ich hier eine Pause und
Wir sehen uns hoffentlich wieder beim zweiten Teil. Ich hoffe, ihr habt sowohl einen guten Eindruck vom Spiel bekommen, das sollte auf jeden Fall der Fall sein, und auch die Regeln schon mal grob verstanden, beziehungsweise, dass es euch jetzt viel leichter fällt, die Anleitung zu verstehen.